Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. In diesem Video bekommt ihr von mir 5 Tipps, und zwar nicht irgendwelche 5 Tipps, sondern wirklich die wahren, essentiellen 5 besten Tipps, die euch dabei helfen, dass euer nächstes Porträtshooting ein voller Erfolg wird. Falls ihr neu im Kanal seid, abonniert den Kanal und klickt auch die kleine Glocke an, damit ihr zukünftig keine Videos mehr verpasst. Tipp Nummer 1. Bietet den beteiligten Personen niemals was zum Trinken an. Ja? Wir wollen ja nicht, dass sich die Visagistin oder die Hairstylistin oder das Model zu wohl fühlen. Ganz besonders, wenn es schön draußen ist oder über 30 Grad hat oder so, sorgt dafür, dass niemand der beteiligten Personen was zu trinken bekommt. Und achtet auch darauf, dass sich niemand selber was mitnimmt. Keiner der Beteiligten soll sich ja zu wohl fühlen und deswegen unterbindet das wirklich, dass die Personen was trinken oder essen. Bietet auch keine Snacks an, das ist auch ganz wichtig, weil die Stimmung geht dann wirklich ohne Ende nach oben und dann artet das Ganze aus und dann wird das ja wie eine halbe Party und das darf auch nicht sein. Ja? Ihr seid der Fotograf, ihr gebt den Ton an, das was ihr sagt muss passieren, okay? Immerhin sind wir hier um zu arbeiten, wir wollen ja was Gutes, Kreatives schaffen und da sollen sich die Leute auch konzentrieren, ja? Und die sollen nicht abgelenkt sein durch irgendwelche Snacks oder Party oder eine gute Stimmung. Jeder soll sich konzentrieren, damit das Foto am Ende, also das Fotoshooting am Ende wirklich ein Erfolg wird. Tipp Nummer 2, sprich kein Wort. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ja? Sorgt dafür, dass wirklich absolute Stille herrscht, weil ihr müsst euch ja konzentrieren und die Visagistin muss sich auch konzentrieren und das Model muss sich auch konzentrieren. Geräusche lenken nur ab, also sprich nicht und dreh auch keine Musik auf. Mach schon gar keine Witze. Ja. Es kann sein, dass dann die Visagistin und das Model irgendwie verwirrt sind und nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Also sorg wirklich dafür, dass absolute Stille herrscht, damit sich alle Beteiligten wirklich gut konzentrieren können. Vor allem du als Fotograf. Wir sind ja nicht hier, um irgendeine Party zu veranstalten, wo jeder quer durch den Raum reden kann. Das geht ja auch nicht. Das ist ja dann viel zu laut, keiner kann sich konzentrieren. Deswegen absolute Stille, das ist das oberste Gebot. Stell dir vor, du machst sogar einen Witz und das Model fängt an zum Lachen. Ja? Das geht natürlich gar nicht. Wenn du ein Foto umsetzen willst, und du willst jetzt ein Shooting machen, dann darfst du niemals einen Witz machen. Ja? Dann lacht das Model und hört gar nicht mehr auf zu lachen und dann kannst du das ganze Shooting gleich in die Tonne treten. Oder wenn die Visagistin jetzt gerade das Model schminkt, dann red nicht mit der Visagistin. Sie ist auch nur ein Mensch und wenn sie gerade schminkt und arbeitet und sich konzentriert, dann lenkst du sie mit deinem Gerede ja nur ab. Ja? Also damit sich die Visagistin gut konzentrieren kann, sprich nicht mit ihr, ja? Und sprich auch nicht mit dem Model, wenn sie gerade geschminkt wird, ja? Weil das Model muss sich auch konzentrieren und darf sich auch nicht bewegen. Ja? Und wenn du mit ihr redest oder das Model redet, dann bewegt sich der Kiefer und dann bewegt sich die Haut und dann schaut das Make-up am Ende schlecht aus. Die Visagistin, die muss ja wissen, was du willst. Ja? Also das darf ja nicht sein, dass du der Visagistin erstmal erklären musst, was du willst. Ja? Die Visagistin muss automatisch wissen, was du willst und die muss das automatisch ohne ein Wort genauso machen, wie du willst. Ja? Und das muss auch gleich am Anfang perfekt sein, weil wozu hat man sonst eine Visagistin, oder? Am besten, wenn Visagistin oder Visagist und Model zu euch ins Studio kommen oder halt einfach zu der Location, wo ihr Fotos macht, kassiert auch gleich die Handys ein und dreht die Handys ab. Ja. Es passiert immer wieder, dass einmal ein Handy aufgedreht bleibt und wenn dann eine SMS kommt und man hört dieses Bim Bim oder ein Anruf kommt oder irgendjemand telefoniert sogar während des Shootings, das geht gar nicht. Also unterbindet das gleich von Anfang an, schnappt euch die Handys, lasst euch die wirklich geben. Am besten auch mit dem PIN-Code, damit ihr selbst alles kontrollieren und einstellen könnt, auch die Lautstärke und so. Und am besten dreht die Handys dann gleich ab. Ja. Wenn ihr jetzt mit irgendwem Beteiligten sprecht, dann kostet das ja auch körperliche Energie und geistige Energie. Und wir wollen ja unsere körperliche und geistige Energie auf das Fotoshooting konzentrieren. Also sprecht nicht mit den anderen, weil das kann sein, dass ihr dann einfach viel zu erschöpft seid, um gute Fotos zu machen. Ein kleiner Zusatztipp noch.
wenn ihr jetzt ein Fotoshooting habt und das Model fotografiert und die Visagistin ist halt mit ihrer Arbeit fertig, dann sorgt doch dafür, dass sich die Visagistin jetzt nicht zu wohl fühlt. Ja? Also am besten, wenn sie sich irgendwo hinsetzt, dann bittet sie wirklich aufzustehen und am besten stellt sie in irgendeine Ecke, damit sie nicht stört, damit ihr auch Platz habt und euch wohlfühlt, ja? Weil euer Geist muss frei sein und das heißt halt auch, dass das Sofa frei sein muss. Ja? Und es sollte halt niemand irgendwie im Weg rumstehen. Das heißt, bittet wirklich die Visagistin ganz höflich, mit wenigen Worten in die Ecke oder so, dann kann sie dort in Ruhe stehen und sich Gedanken machen und ihr könnt frei fotografieren. Wenn ihr fertig seid mit dem Fotoshooting, dann bittet gleich alle Beteiligten sofort zu gehen, ja, und euch in Ruhe zu lassen, damit ihr das Ganze nochmal verarbeiten könnt, drüber nachdenken könnt und euch einfach auf die Nachbearbeitung vorbereiten könnt und einfach geistig fit bleibt. Ja. Also bittet einfach alle Beteiligten gleich nachher direkt zu gehen, redet nicht viel mit denen, das kostet alles Energie und das wollen wir nicht, das wollen wir vermeiden. Tipp Nummer 3, zeig deine Fotos während des Shootings niemals her. Was meine ich damit? Stell dir vor, du zeigst jetzt während des Shootings deine Fotos her und das Model macht auch noch Verbesserungsvorschläge, das geht gar nicht. Ja? Du bist der Fotograf, du hast eine Idee im Kopf, du weißt, was du willst und das, was du sagst, wird auch gemacht. Außerdem verdirbst du ja allen Beteiligten Überraschung, wenn du die Fotos schon während des Shootings herzeigst. Das geht ja gar nicht. Also alle beteiligten Personen müssen sich natürlich nach dem Shooting auf die Fotos freuen. Ja? Die müssen voller Überraschung sein, wie die Fotos jetzt wirklich ausschauen. Deswegen zeig die Fotos niemals während des Shootings her. Immerhin bist du der Fotograf, du gibst den Ton an und du machst keine Fehler. Ein Fotograf macht keine Fehler und stell dir vor, das Model oder Visagist, die sehen jetzt die Fotos während des Shootings und machen auch noch Verbesserungsvorschläge. Das geht gar nicht. Ja? Also du bist der Fotograf, du fahrst deine Schiene und hörst nicht drauf, was die anderen sagen. Okay? Deswegen ist es ganz wichtig, dass du die Fotos während des Shootings niemals herzeigst. Stell dir vor, es kommt ein Verbesserungsvorschlag, ja, oder irgendeine kreative Idee. Das geht natürlich gar nicht, weil immerhin sind ja nicht die Fotografen, sondern du bist der Fotograf. Ja. Das heißt, du darfst nicht zulassen, dass andere dir sagen, was du machen sollst. Du sagst ja der Visagistin auch nicht, mach mal da ein bisschen mehr Make-up und da ein bisschen mehr Lidschatten und so weiter. Also wenn eine Visagistin beteiligt ist, dann macht die ja auch ihre Arbeit und hört nicht auf Kritik von anderen. Ja. Und wenn du deine Fotos irgendwie während des Shootings herzeigst, dann kann es ja vielleicht sein, dass die Visagistin das Make-up verändert. Das wollen wir schon gar nicht. Ja. Also es muss von Anfang an einfach alles stimmen, ohne irgendein Wort, ohne dass die Beteiligten die Fotos sehen. Ja, ein weiterer Grund, warum ihr die Fotos niemals herzeigen solltet während des Shootings ist, ihr spart dadurch deutlich Akkuleistung. Ja. Ihr seid ja hier, um ein Fotoshooting zu machen und nicht um quasi jeden alle Fotos immer zu zeigen, das ist ja nicht eure Aufgabe. Ihr wollt ja Fotos machen und bekommen und damit ihr das machen könnt, müsst ihr auch eure Akkuleistung euch einteilen. Deswegen zeigt niemals die Fotos her, weil das saugt extrem viel Akkuleistung. Punkt Nummer 4. Bietet deinen Models keinesfalls die Möglichkeit, sich in Ruhe umzuziehen. Ja? Ich meine, was hat das für einen Sinn, wenn man mit hübschen Menschen arbeitet, wenn man denen nicht mal zuschauen kann, wie sie sich umziehen? Ja? Also das geht gar nicht, weil sonst hat man nichts davon, oder? Das heißt, wenn die sich jetzt in Ruhe umziehen wollen, dann bietet ihnen einfach nicht die Möglichkeit, weil ihr seid ja der Fotograf und ihr habt ja das Fotoshooting organisiert und ihr wollt ja gute Fotos machen, also müsst ihr auch zuschauen, wie sich die Models einfach umziehen. Ich empfehle euch da wirklich, stellt das Model mitten in den Raum, wo ihr shootet, mitten ins Studio oder mitten auf die Location und der oder die soll sich dann direkt dort umziehen. Ja? Der Vorteil dabei ist, ihr könnt halt auch das Model schon sehen und die Visagistin auch und da könnt ihr einfach viel besser damit arbeiten. Ich meine, als Fotograf muss man schon wissen, wie ein Model ausschaut, damit man dann mit den Posen besser arbeiten kann und mit dem Licht. Außerdem stehen ja Models eh vor der Kamera, das heißt, die dürfen ja sowieso nicht schüchtern sein. Ja. Also hat ja gar keinen Sinn, wenn ihr euch ein Model nehmt und ihr macht Fotos von dem Model und dann will sich das Model nicht umziehen, ja, vor euch. Also das geht gar nicht. Ja. Wenn ihr Fotos macht von einem Model, dann muss das Model sich auch vor euch umziehen, ganz klar. Außerdem, wenn ihr eine Visagistin oder Hairstylistin habt, dann ist es auch besser, wenn die sehen, wie das Model halt ohne Gewand ausschaut. Ja.
dann können sich die einen viel besseren Eindruck machen und können natürlich die Haare und das Make-up viel besser gestalten. Ganz besonders dann, wenn ihr ein erotisches Shooting macht, also Dessous oder Akt, achtet darauf, dass das Model sich nicht in Ruhe irgendwo alleine umzieht, sondern da will sich das Model ja eh herzeigen und präsentieren. Das heißt, gerade dann ist es wichtig, dass ihr das Model halt wirklich schon mitten in den Raum stellt und sich das Model halt dann dort umziehen soll oder ausziehen soll. Ja? Und Punkt Nummer 5 ist auch der wichtigste Punkt, den müsst ihr auf alle Fälle berücksichtigen. Begrapscht das Model. Ja? Also ihr seid der Fotograf, egal was andere sagen, ihr seid der Chef, ihr bestimmt das ganze Fotoshooting. Das Model braucht ihr natürlich nicht um Erlaubnis zu fragen, weil immerhin hat sie ja zugestimmt oder er, dass ihr mit dem Model arbeiten könnt, ein Fotoshooting machen könnt und das schließt natürlich auch ein, dass ihr jetzt die Haare zurechtzupfen könnt, die Bluse und das Höschen und natürlich auch das Model berühren könnt, das ist ganz klar. Ganz wichtig, wenn die Visagistin oder Hairstylistin die Haare schon gemacht hat, kontrolliert das nachher noch einmal. Zupft bei den Haaren wirklich noch einmal herum, also fahrt wirklich in die Haare rein und verändert noch einmal den Look, den die Visagistin oder die Hairstylistin gemacht hat, weil damit ihr noch einmal eure Note drauf legt. Die Visagistin soll ja auch sehen, dass ihr der Chef seid, ja, und dass ihr sozusagen dem Model dann den letzten Touch gebt, okay? Ja, Visagisten sind auch nur Menschen, ja, die machen auch mal Fehler. Und wenn ihr beim Make-up irgendwas seht, was euch nicht passt, dann könnt ihr ruhig ein bisschen Spucke nehmen am Finger und das Make-up ruhig wegwischen. Das ist okay, ja. Ihr seid der Fotograf, ihr könnt das ruhig machen, ihr steht über allem. Ja. Habt da keine Hemmungen, geht wirklich ans Model, berührt das Model. Ihr könnt ruhig, wie gesagt, ein bisschen Spucke am Finger und irgendwie das Make-up wegwischen, ist gar kein Problem. Wenn ihr jetzt ein erotisches Shooting plant oder macht, also ein Dessous- oder Akt-Shooting oder so, dann ist ja das Model eh nackt vor der Kamera. Das heißt, es ist ja dazu da, um euch quasi den Körper zu zeigen und zu präsentieren. Das heißt, ihr solltet auch ein bisschen was davon haben. Und natürlich setzt das auch voraus, dass ihr das Model dann auch begrapschen könnt. Ja, das ist natürlich selbstverständlich. Nur als kurzer Disclaimer für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Das ganze Video war jetzt sehr sarkastisch gemeint. Bitte macht das nicht so. Ja? Also diese einzelnen Punkte habe ich jetzt extra so formuliert, damit Personen, die jetzt vielleicht wirklich schon so arbeiten, das ändern. Ich rede mit den Models auch und kriege immer wieder die Rückmeldung, dass bei dem Fotografen oder bei dem Fotografen das war und das war und das darf natürlich nicht sein. Also man begrapscht seine Models nicht und ihr wisst eh die Punkte. Ja? Also dreht ihr einfach um 180 Grad, macht genau das Gegenteil. Die meisten von euch wissen das eh und machen das vermutlich eh schon richtig. Es gibt immer wieder noch Fotografen, die doch ganz gerne mal Models angrapschen oder die den Models doch ganz gerne mal beim Umziehen zuschauen. Macht das nicht, weil die Models kriegen das natürlich mit und die werden nie wieder mit euch ein Fotoshooting machen, wenn ihr so arbeitet, okay? Also wenn es euch wichtig ist, dass ihr gute Fotos macht und dass ihr eine gute Beziehung zu euren Models und Visagisten natürlich aufbaut, schaut, dass ihr wirklich diese Punkte nicht so macht, wie ich es euch im Video gesagt habe. Ja, wie gesagt, das war ein sarkastisches Video, bitte nehmt das nicht zu ernst. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr damit umgeht. Lasst mir ein Like da und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!